So, wer meine alten Videos kennt, weiß, was ich jetzt hier vorhab. Hier habe ich immer ganz viele Wasser-Pokémon gefarmt und ihr seht es schon, es ist bedecktes Wetter und es kommt ein ziemlich starkes Myrapla. Denn hier habe ich meine Carpados gefarmt, habe das Shiny Carpado bekommen, ein 100% Shiggy und ab und zu kam auch mal Dratini. Aber jetzt seit dem Wetter-Update, sage ich mal, ist hier nur noch tote Hose, was Wasser-Pokémon angeht, ganz selten mal welche und dieses Myrapla wehrt sich. Und jetzt kann ich nicht mal treffen. Aber ich erkläre gleich noch, wenn hier noch mehr Pokémon kommen, was ich genau meine. Okay, Myrapla wurde jetzt getroffen. Ich hoffe natürlich, das bleibt drin. Wäre nämlich sehr genial, wenn es drin bleiben könnte, bitte. Nö. Okay. Und es flüchtet. Okay, ich habe hier doch noch einen Seeper gefunden. Das war aber definitiv damals hier gar nicht so zu vertreten, als das Wetter noch gar nicht gab. Da gab es hier gar keinen Seeper. Ich weiß nicht. Also ich will es herausfinden mit euch zusammen, wie jetzt Wasserbinome sich beim Wetter verhalten. Ob das immer noch viele Wasser-Pokémon gibt oder ob das eher dann, was das Wetter boostet, kommt. Und deswegen finden wir es jetzt mal hier gemeinsam raus. Über einen Snapper mit Sananabeere freue ich mich natürlich immer wieder. Und ich möchte die Bewertung mal checken. Bewertung, bist du gut? Nee, ist schlecht, kann ich also verschicken. Weg mit dir, tschüss. Verschicken, ja. So, wir nehmen erstmal das Wichtigste mit. Den Rest seht ihr ja dann. Carpador, weil ich Carpador brauche. Und sehr schön. Ah, schwach, das heißt Sananabeere, weil ich habe ja damals wieder eins entwickelt. Drauf und wir nehmen das Tentacher mit. Das kommt jetzt hier häufiger, weil es ein Wassergift-Pokémon ist. Und es ist wie gesagt bedecktes Wetter. Aktuell in der Karte. Den Rest seht ihr ja hier, was hier spawnt. Ja, das ist ein Wasserfeen-Pokémon, was hier vorher auch nicht kam mit Merrill. Bewertung checken. Ihr seht ja, wie viele Bonbons ich hier gefarmt habe mit Carpador und der ist leider schlecht. Das heißt verschicken. Den Tentacher nehmen wir noch mit. Ja. Roselia kommt hier. Okay, das Phlegmon können wir auch noch gleich mitnehmen. Ansonsten, ja, seht ihr ja hier. Kommen viele Gift-Pokémon, die hier nicht vorher gekommen wären, weil es war vorher reines Wasserbinom. Ihr könnt ja die alten Videos sehen, dann wisst ihr, dass ich hier keinen Schwachsinn erzähle, sondern dass es stimmt. Und Tentacher wurde auch gefangen. Bewertung checken und kann ich auch verschicken. Phlegmon nehmen wir auch noch mit. Also es kommen zwar noch Wasser-Pokémon, aber nicht mehr so viele wie früher. Verschicken, ja. Ja, das Phlegmon nehmen wir noch mit. Mein Walmart hat einen Bonbon gefunden, das ist sehr gut. Und wie stark bist du? Getroffen, ja, großartig. Ja, großartig, sehr schön. Das gefällt mir gut. Los. Und bleib einfach bitte drin. Ja, er bleibt drin, ja. Ja. Ja, drin geblieben, sehr schön. Klasse, Fleckmann wurde gefangen. Erstmal behalten. So, hier sind noch Blutzugs aufgetaucht. Wieder Tentacher. Nehmen wir auch noch mit, weil das ist ein Wassergift-Pokémon und ein Enton. Und ich treffe dieses blöde Tentacher nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Los. Ja, drauf damit. Ihr seht es ja schon. Es ist halt schwierig hier einzuordnen. Aber ich würde sagen, die Gift-Pokémon überstechen hier. Die geboosteten Wetter-Pokémon überstechen das Wasserbinom. Und deswegen sage ich, Wettereffekt verändert Binome. Ganz einfach. Mein Fazit. So. Den verschicke ich. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas Krasses. Dann hole ich euch wieder dazu. Den verschicke ich. So, man sieht es wieder. Zwei Gift-Pokémon, auch wenn Baldurfisch, sogar vier. Baldurfisch kam hier früher nicht. Es kam zwar mal hier, wenn es als Spawnpunkt kam, aber ansonsten kam Baldurfisch hier nie. Deswegen nehme ich das mal mit. Ah, toll. Willst du mich eigentlich verarschen? Warum gehst du jetzt in diese Ecke da? Ah, getroffen, das ist gut. Wenigstens das. Ja, das Tentakel nehmen wir auch noch mit. Ihr seht es ja. Es sind zwar Wasser-Pokémon, weil es ein Wasserbinom ist, aber toll, flüchtet. Aber ja, es sind halt auch diese Gift-Pokémon. Und auf die bin ich nicht scharf. Ich will sowas wie Carpador farmen können. Barschwa, okay, Barschwa ist auch extrem selten, ist ein schlechtes Beispiel. Aber zum Beispiel Walmer, Kanivana, die will ich alles farmen können, aber kann ich nicht. Wenn hier
bedeckt es wird. Also ich muss mal hier hin, wenn es regnet. Dann seht ihr es als Vergleich, dass hier viel mehr Wasserpokémon dann kommen, weil es ein Wasserbinom ist. Aber leider regnet es aktuell nicht mehr. Nur bedecktes Wetter. Aber ich werde sie ja wahrscheinlich irgendwann nachholen. Und dieses Tentacher ist wieder schlecht. Deswegen will ich es verschicken. Ansonsten erinnert mich daran, dass ich es nachhole, wenn ich es vergessen sollte. Und verschicken, ja. Ah, oh, das Fleckmann können wir auch noch mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Das ist ein Wasser-Psycho-Pokémon. Müsste das sein, glaube ich. Wenn ich mich nicht vertue gerade. Das kam hier schon häufiger. Die habe ich ja auch damals gefarmt. Für irgendwas. Ich weiß noch nicht für was. Aber die habe ich mal gefarmt. Und hast du denn eine gute Bewertung? Denn der letzte, den ich eben gefangen habe, war schlecht. Und der ist auch schlecht. Auch wieder zum Verschicken. Schade. Verschicken, ja. Weg mit dir, Schuss. So, ich fange nochmal für euch Roselia. Dann kann ich euch nochmal was zu Mirabla sagen. Das kam nämlich hier vor, dass das Wetter gab, gar nicht. Und das ist ja vom gleichen Typ, ist ja auch ein Pflanzengift-Pokémon. Das kam hier vorher nicht. Und jetzt, ihr habt ja im ersten Clip, glaube ich, gesehen, dass Mirabla aus mir geflüchtet ist. Und auch zwischendurch kamen ganz viele Roselia. Die habe ich aber jetzt nicht mit euch gefangen, sondern nur das hier nochmal, um zu sagen und klar zu machen. Vorher kam hier kein Mirabla. Und das hat den gleichen Typ wie Roselia. Und deswegen, ja. Ist das so? Gift-Hieb, Blütenwirbel. Und man sieht es ja auch an der Attacke, wie das Wetter ist. Leider schlecht. Also kann ich nicht verschicken. Ich habe da eh schon genug Bonbons. Ich kann einmal das entwickeln später. Und wir sehen es schon wieder. Ein weiteres Gift-Pokémon. Tentacha. Die kam hier früher nicht so häufig. Ich hoffe natürlich immer noch auf ein gutes. Wenigstens einmal gut getroffen. Das ist sehr gut. Gucken wir dann gleich in die Bewertung rein. Wenn es mal drin bleiben würde. Ne, es flüchtet. Na toll. Oh, Sepa, das Sepa ist interessant, das nehme ich noch mit, weil ich da Bonbons farme und das ist ganz okay. Noch Nanabeere drauf und Superball, das ist gut, dass jetzt hier Sepa kommt, das freut mich natürlich, weil ja, da kann man nie genug Bonbons haben, weil Sidraking ist ein cooles Pokémon und deswegen brauche ich da noch ein paar Bonbons, weil ich mal später die pushen kann, die gut sind. Und Sepa wurde gefangen, jetzt kann ich auch noch deine Bewertung checken. Ihr seht es ja wieder, ich hatte mal mehr Bonbons. Ich habe aber mal, glaube ich, eins irgendwann noch entwickelt zuletzt. Das hat auch schlechte Bewertungen, also verschicken wir. Oder waren es sogar zwei, ich weiß es gar nicht. Verschicken. Noch ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Knofensa. Das gibt es hier auch nicht normalerweise. Und das taucht jetzt auch hier gerade auf. Das ist sehr gut, aber die Strecke ist schon wieder vorbei. Leider wird jetzt wohl nichts mehr kommen. Auf der Ecke könnte noch was kommen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo ich immer meine ganzen krassen Pokémon gefangen habe, wie was war das? Quapuzzi, genau, Quapuzzi. Da habe ich ja mehrmals schon Quapuzzi gefangen, deswegen wisst ihr, dass es da auf jeden Fall Wasserbinom ist. Und das kann man, ja, kann man verschicken, weil es schlecht ist. Weg mit dir, Schuss, verschicken, ja. Das ist super, ein wildes Walmer, mein erstes wildes Walmer. Das ist heftig. Ich hoffe, das ist nicht allzu stark, damit ich das mit Sananabeere fangen kann. Ich habe mich zum Glück entschieden, hier weiter geradeaus zu gehen, zu der Stelle, wo ich damals das Schillock gefangen habe. Das müsste mein erstes wildes Schillock gewesen sein. Und ich treffe dieses Walmart großartig. Das ist geil. Das heißt, mein erstes wildes Walmart kriegt er jetzt zu Gesicht. Und ich fange das. Ich hoffe, das hat eine gute Bewertung. Aber wenn ich verschicken kann und Bonbons kriege, ist es auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich müsste es auch eben gesagt haben im Video. Walmart ist mein Buddy, damit ich die 400 Bonbons zusammenbekomme zum Entwickeln. Das ist doch cool. Sehr schön. Und verschicken. Ihr seht es ja, ich habe erst 44 Bonbons.